Bauer sucht Frau Anna und Gerald, erstes Foto nach der Hochzeit und sie hat einen komplett neuen Look. Auf Instagram präsentiert sich Anna, 28, nicht nur strahlend an der Seite ihres Mannes Gerald, 33, sie hat auch eine deutliche Veränderung vollzogen. Statt der vornehmen Hochsteckfrisur, die die Fans noch bei der Trauung bewundern durften, fällt nun ein Pony bis tief in die Stirn. Das Haar ist insgesamt kürzer geworden und reicht der Neubäuerin seitlich leicht gewellt bis auf die Schultern. Glücksmomente bei Bauer sucht Frau, ab nach Namibia. Zu ihrem ersten Foto nach der Heirat schreibt Anna, müde, aber glücklich. Nach einem sehr anstrengenden Jahr heißt es für uns nicht mehr auf Wiedersehen sagen zu müssen. Entschieden und glücklich fügt sie hinzu. Jetzt beginnt unser gemeinsames Leben. Ab nach Namibia. Glückwünsche und viel Lob von den Fans. Die Fans honorieren Annas Worte mit den besten Wünschen für die Zukunft. Alles Glück der Welt euch beiden und viel Sonnenschein in eurem gemeinsamen Leben heißt es hier oder auch herzlichen Glückwunsch und einen tollen Start in Namibia. Anna darf sich zugleich über viel Lob zu ihrem neuen Look freuen, du siehst toll aus, liebe Anna. Schreibt ein Fan und viele andere stimmen in das Loblied ein. Gemeinsam in die Zukunft. Ob das kommende Jahr für Anna und Gerald tatsächlich weniger Anstrengungen bringt, bleibt abzuwarten. Die Flitterwochen mussten jedenfalls zunächst verschoben werden, weil auf der Gerald's Farm in Namibia jede Menge Arbeit wartet. Aber wir holen das nach, verspricht der frisch vermählte Beibild. Ebenfalls fest versprochen ist eine zweite Hochzeitsfeier in Namibia, in kleinem Kreis aber nicht minder ausgelassen. Wir dürfen uns also schon heute auf tolle Liebesfotos aus der Savanne freuen. Welche Mühen auch immer auf die frisch Vermählten warten mögen, eines ist schon heute sicher, der Trennungsstress ist vorbei, das neue Leben hat begonnen.